Hallöchen, herzlich willkommen hier bei Game Story und zu einer weiteren Folge der fünften Konsolengeneration aus dem Jahre 1993. Und Hallöchen an Kitty, schön, dass du wieder da bist. Ja, es sieht jetzt folgendermaßen, also ich habe mir jetzt mehr oder weniger kurzfristig entschlossen, rüber zu Abandoned Places 2 zu gehen, weil der erste Teil, glaube ich, noch ewig weitergeht und er ist jetzt nicht richtig schlecht, aber ich will jetzt eigentlich auch nicht da ewig weiterspielen und mit der Komplettlösung hier durch die Gegend irren und so weiter und so fort. Und der zweite Teil war ja quasi der, um den es ja eigentlich dann ging. In dem Spiel, das kam nämlich dann 93 raus. Ich denke, wir werden auch nur ein Part davon jetzt machen, um es einfach mal anzugucken. Quasi ein Short-Long-Play sozusagen mit einem Part, um es einfach mal anzugucken, weil ich denke mal, da wird sich nicht großartig was geändert haben. Von dem Spiel weiß ich sowieso nicht und ich denke auch, die Dungeons und so weiter werden auch nicht viel anders das sein als beim ersten Teil. Ja, nur dass da schon mal Bescheid wisst. Wie gesagt, immer wieder der Hinweis, falls euch die Spiele gefallen, spielt sie gerne selbst. Sie sind da und ja, der zweite Teil ist auch für den Amiga erschienen und sogar in Deutsch, muss man dazu sagen. Ich habe auch die deutsche Version hier. Und ja, wie schon beim ersten Teil werden wir uns wahrscheinlich jetzt erst einmal eine Cutscene oder das Intro reinziehen dürfen wahrscheinlich. Ja, dann schauen wir mal. Ich starte mal und dann gucken wir mal weiter. Wie war denn das gleich nochmal? Alt-Enter? Alt-F12 war's, gell? So. Ja, hier können wir entscheiden, Englisch oder Deutsch. Wir nehmen Deutsch. Und das ist, glaube ich, den was? Ente, was? Ich weiß nicht, was das hier heißen soll. Klicken wir mal drauf. Ich glaube, das ist das Intro, aber ich kann das nicht entziffern, was da jetzt stand, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das ist jetzt immer nur wieder dasselbe. Okay. Ja, Abandoned Places 2. In diesem Kerkerrollenspiel musst du ein Team von vier tapferen Kämpfern zusammenstellen, um einen Angriff auf Pendugmale zu starten und das Königreich Kalinthia zu retten. Das Hauptgameplay ist von Dungeon Master beeinflusst, bietet aber sowohl Abschnitte in den Kämpfen unter freiem Himmel als auch in den Dungeons. In den Echtzeitkampfabschnitten musst du Waffen und Zaubersprüche sofort auswählen, indem du die mausbasierte Schnittstelle benutzt. Entlang des Weges gibt es viele Dörfer, in denen sie Hinweise erhalten und Vorräte kaufen können. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels richtet sich an erfahrene Rollenspieler, die idealerweise eine erfahrene Gruppe aus dem ersten Spiel einladen können. Ja, also man kann hier auch die Gruppe, falls man das Spiel durchgespielt hat, wahrscheinlich auch in das zweite Spiel importieren. Hallöchen, Herzogtruffe. Wenn ich jetzt auf neues Spiel erschaffe, Party muss. Ja, okay, müssen wir erstmal eine Party erschaffen. Okay. Und wir sehen hier schon, wir haben hier verschiedene Leute. Und die, jetzt sehen wir tatsächlich auch die verschiedenen. Und man kann es sogar ändern. Okay. Wir können hier quasi wieder von verschiedenen Kämpfern wählen. Magier, sehr viel mehr als letztes Mal auf jeden Fall. Ah ja, okay, ich verstehe. Also Magier, Kämpfer, Magier, Magier. Ich glaube, wir brauchen noch einen Kämpfer. Gibt vor allen Dingen Fighter. Ah, doch, passt schon. Also wir haben. Warte mal, was war das hier? Noch ein Magier, okay. Okay, gucken wir mal. Können wir. Ah, die haben ja da die Ability Points, oder? Ja, genau. So, man kann die auch noch hochleveln anscheinend. Das ist halt. Achso, die sind auf alle verteilt, oder? Ja. Okay. Na gut, jetzt habe ich sie halt da verteilt. Ist okay. Wie gesagt, ich will ja eigentlich sowieso nicht allzu lange damit mich beschäftigen. Also ist das jetzt die Party oder. Ah, okay. Mal reingucken. Ich hab doch die 2 ist doch schon drin gewesen. Oder auch nicht. Wie war das mit dem Desk-Swap-Vergleich nochmal? N2. Natürlich.
Das Inventar sieht einiges anders aus als im ersten Teil auf jeden Fall. Oder die generelle UI, sagen wir es mal so. Ah ja. Wir können auch hier. Nee, kann man nicht. Wir haben immerhin schon gleich einen Kompass, das ist sehr nett. Könnt ihr nicht durch? Ah, ich kann auch mit den Maus mit der Tastatur, also mit der Tastatur, das ist sehr nett. Ihr seht viele Schüler, die alle darauf warten, dass ihr euch auf den Weg macht. Plötzlich zeichnet einer von ihnen seltsame Symbole in die Luft. Ihr erkennt, dass es sich um einen Zauber handelt, der eine Mauer erzeugt, die euch daran hindert, zur Außenwelt zurückzukehren, bevor eure Aufgabe erfüllt ist. Ohne Elixier gibt es kein Entkommen aus der Gruft, daran gibt es keinen Zweifel. Okay. Was ist das? Das tut weh. Oh Gott. Ich hab nichts zum Kämpfen. Ich kann. Kleine Wundheilung ist bereit. Ah, okay. Ja, funktioniert ja super. Ihr zaubert Licht. Der Meteorschwamm geht leider nicht auf den, weil er auf der anderen Seite steht. Können wir die wechseln? Ach Gott. Fängt jetzt schon wieder super an, weil meine Leute nicht. C. Jetzt sterbe ich. Ah. Okay, ich lebe. Hör auf, mit mir nach links zu gehen. Mann, ihr Wichser. Ja, das ist jetzt kein Problem. Den kriege ich wahrscheinlich. Ja. Oh. Oh. Hau zu. Jetzt ist er tot. Super. Warum kann er... Weißt du, der Anfang ist extrem nervig. Weil... Wegen dieser bescheuerten Ding, dass du halt die links nicht treffen kannst. Ich hab doch die eins schon drin jetzt. Hallo? Was hast du jetzt für ein Problem? Du hast doch die eins drin. Ja, sie ist doch drin. Nimm da die Diskette nicht mehr an. Ah, das ist schon wieder so schön. Ach, jetzt muss ich erstmal wieder eine Party erschaffen. Toll. So. Okay. Warum habe ich jetzt keinen Sound mehr? Also, weil ich immer noch in der... Jetzt halt. Faktisch darf ich mich halt nicht irgendwo ein. Einigeln lassen, das ist das Problem. Also, solange ich eben keine Waffe habe,
Das ist halt echt scheiße, aber ich muss hier eigentlich. Was war das? Ihr seht was? Weiß nicht, was da stand. Oh, das ist ein Schwert. Perfekt. Ach, Gott sei Dank. Was war das? Ihr könnt hier nicht durch. Ich glaube, es ist irgendwie. Ich brauche Licht. Gib mir mal Licht. Ah. Okay, jetzt komme ich klar. Oder so. Ihr seht, wie die Schüler den sterbenden Meister am Leben erhalten. Ist das so? Okay. Ah, da sind wir da wieder. Und da ist das blöde Vieh. Okay. Ist auf jeden Fall sehr interessante Musik. Was haben wir hier? Was ist das? Das ist auch noch mal ein Kurzschwert. Das ist sehr gut. Was sollte ein Silberring? Okay. Aber wo können wir denn das Zeug lagern? Wir haben kein Inventar irgendwie. Was ist das, das Inventar? Bad Berries. Was ist denn ein? Okay. Bad Berries. Und das andere Zeug ist alles irgendwie nur so Staffage, okay. Keine Ahnung. Also wir haben jetzt kein richtiges Inventar mehr, sehe ich das richtig? Sie können nicht schwimmen. Oh Gott. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Frage mich, ob er überhaupt trifft, aber. Oh, toll. Wieder eine Wand. Also positiv ist schon mal, dass man mit Tastatur könnte aber versuchen, schnell rüberzukommen. Ja, genau. Trifft ihn auch sehr schön. Oh, Hallöchen. Okay. Toll. So, abgesehen davon, dass ich jetzt da nur zwei Skelette töten konnte, ist hier anscheinend gar nichts sonst. Also es ist irgendwie wieder ein versteckter Schalter irgendwo. Was es nicht besser machen würde. Ah je. Ah je.
Die Soundkulisse ist der Wahnsinn. Oh, Hallöchen. Okay. Die pushen sich aber sehr schnell wieder hoch, habe ich das Gefühl. Oh, er ist tot. Scheiße. Bin ich abgepasst. Alter. Meine Güte, ey. Kann ich ihn nicht wieder heilen? Mir kommt das Spiel auf jeden Fall schon schwieriger vor, aber es hieß ja auch, es richtet sich an erfahrenere Rollenspieler. Das merkt man hier schon. Also es kommt mir schon gleich bedeutend schwerer vor als der Einstieg im ersten Teil. Oh. Ihr kennt die magische Mauer, die euch daran hindert, diesen Ort zu verlassen, bis ein anderer Magier den Zauber aufhebt. Ihre Geschäfte sind also in dieser Welt sehr wichtig für euch. Okay. Keine Ahnung, wo ich bin. Ah, schön, 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 schön. Okay, da kann man quasi Gesundheit, Kosmos, Element, Necron. Okay. Interessant. Wie komme ich jetzt wieder aus dem Menü raus? Die Frage, nächste Frage. Das war doch das Menü. Achso, wahrscheinlich hier. Ah, da ist das Inventar. Hier. Ah, okay, ich habe jetzt also doch ein Inventar. Schön. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Gibt es irgendwo wieder ein
Oh, Hallöchen. Ach hey, das war's. Das war's. Alter, wie viele... Was ist... Wahrscheinlich ist das so eine Art... Okay, ich denke mal, es ist so eine Art Zeitaufgabe, dass man möglichst schnell aus dem Dungeon raus muss. Sonst wird man von Skeletten überrannt. Ja, die Grafik ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden, Herzog Tuffe. Es sieht ein bisschen anders aus, aber die Soundkulisse hat sich auf jeden Fall verschlechtert. Ich meine, es gibt manchmal nicht mal mehr Musik, anscheinend. Nur noch, klapp, 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 klapp. Also ich finde, da hat der erste Teil hat da um einiges mehr besser gemacht. Mal abgesehen von dem stark erhöhten Schwierigkeitsgrad, den man sich hier irgendwie geleistet hat. Ich habe jetzt zwar gesagt, ich würde es für den Stream spielen, aber ganz ehrlich, wenn mir das Spiel so daherkommt, habe ich absolut gar keine Lust mehr, jetzt noch irgendwie Abandoned Places nochmal zu probieren. Mir kommt der zweite Teil eher ein Rückschritt als ein Fortschritt vor, also meiner persönlichen Meinung. Nein, ich muss es nicht nochmal haben. Also, ich meine, ich habe nichts gegen Dungeon Crawler und so weiter, aber das geht mir zu weit. Das ist mir jetzt echt nicht zu blöd, das noch weiter zu spielen. Mach es aus, kein Zweck. Habe ich doch gerade. Ich habe schon ausgemacht, Herzog Truffe. Keine Sorge. Wir lassen es dabei. Wie gesagt, wenn es jemand unbedingt spielen will, kann das gerne tun. So. Wo ist denn mein Ordner? Wo ist denn mein Lieblingsordner? Da ist er. So. Das kommt alles weg. Gut. Nein, wir bleiben weiterhin bei 1993. Wie kommst denn du jetzt auf Wrestling 3D? Abgesehen davon, ich habe mit WWE 13 angefangen. Gut, es wäre Wrestling 3D. Aber jetzt habe ich doch vorhin erst gespielt. Hör auf, ständig Wrestling zu fordern. So. Also, weiter geht's im Text. Wir machen weiter mit einem Spiel, das mehr in meine Kragenreichweite kommt, denn es ist für Leute genau meines Alters geeignet. Und zwar, mach nur Spaß. Du machst mir zu viel Spaß. Herzog Truffe, du darfst nicht so viel Spaß haben. So. Yay, wir haben ABC Talk. Wir hatten, glaube ich, vorher schon mal 1-2-3 Talk. Jetzt haben wir ABC Talk. Und es ist genau für meine Altersstufe von 1 bis 8 Jahren. Und ja, ABC Talk ist ein Shareware-Paket von Lernspielen für Einzelspieler, das sich dadurch auszeichnet, dass es dem Schüler Audio-Feedback und Ermutigungen bietet. ABC Talk ist ein Begleitprogramm für 1-2-3 Talk, überraschenderweise. Das Produkt besteht aus 8 Minispielen und zwar, wir fangen an mit Keyboard Banger. Den Namen könnte man doch falsch nennen, aber wenn dieses Spiel startet, malt es ein Muster mit einem Wort in mehreren Farben auf dem Bildschirm. Wenn das Kind auf die Tastatur drückt, wird das Wort in der Mitte des Bildschirms angezeigt und das Spiel sagt: Versuche, Punkt, Punkt, Punkt zu sagen. Das Muster wird gelöscht und ein neues Muster wird mit einem neuen Wort gezeichnet. Ja, Entschuldigung. Also im Prinzip geht es dann hier darum, jetzt nimmt man zum Beispiel das A dann sollte man Hi sagen, glaube ich.
Also jeder Buchstabe hat quasi ein anderes Wort, was man danach sagen muss. Und nebenbei wirst du auch noch zugedröhnt von komischen Mustern, die dann wahrscheinlich irgendwie, ja, das Kind, keine Ahnung, verwirren sollen. Ja, das ist doch mal ein schönes Muster. Das finde ich okay. Alter. Ich weiß nicht, ob für ein Kind solche Muster eher verstörend sind. Okay. Gut. Schön. Toll. Machen wir mal weiter mit dem zweiten. Das ist das ABC-Lied, der ABC-Song. Die Buchstaben des Alphabets werden auf dem Bildschirm angezeigt. Das Kind singt sie nacheinander. Das hört sich ja, das ist für alle Altersstufen, das ist ja genau für mich. Nein, werde ich nicht. Alter, also gerade so mit UVW, XYZ, das hat sich ganz, ganz schlecht angehört. Das andere ging noch, aber dann war es richtig schlimm. Ja, herrlich. Das waren so die frühen Versuche, mit Sprachsynthesizer zu arbeiten. Das hat mal besser, mal nicht so gut funktioniert. Dann haben wir C. Sagt das Alphabet oder say the Alphabet. Das Spiel zeigt einen Buchstaben an und fordert den Schüler auf, den Buchstaben zu nennen. Dies wird so lange wiederholt, bis der Spieler den Vorgang abbricht. Wahnsinn. Ah, ich glaube A. Ja, und jetzt macht er wieder komische Muster mit dem Wort, mit dem Buchstaben. Ah, okay. Jedes Mal, wenn man dann die Taste drückt, dann geht er ins nächste über und macht wieder komische Muster mit diesen Buchstaben. Also dies mit den Mustern, das kapiere ich nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob Kinder darauf abgefahren sind, dass das solche komischen Muster macht. Das könnte auch irgendwie komische Halluzinationen auslösen. Habe ich so das Gefühl. Ja, dazu erfordert ein bisschen mehr Eigeninitiative als das vorherige, als das 1, 2, 3. Hier musst du halt selber mitmachen, quasi. Dafür ist es ja quasi ein ja, Sprachprogramm. Dann haben wir sprechende Tastatur. Das Spiel fordert die Schülerinnen auf, eine Taste zu drücken und sagt ihnen dann, welchen Buchstaben sie gedrückt haben. Also Press the Letter Game quasi. Das habe ich getan. Oh. Yay. Ah, okay. Auch Nummern nimmt er nicht, okay.
Perfekt. So ist das. Gerade für Herzog-Trophäe, ganz wichtig. Okay. So, was haben wir noch? Wir haben hinter den Buchstaben eine weitere Variation des Themas. Das Spiel zeigt und sagt einen Buchstaben und fordert die Schüler auf, das dazu zu finden und zu drücken. Dieses Spiel wird bewertet. Find the letter game. Thank you. Find the letter R. Way to go. Find the letter T. That's it. H. That's it. W. Ich drück mal was Falsches, nicht, dass es irgendwie komisch rüberkommt. Almost. Ah, okay, die gehen dann quasi nach unten. Correct. Ah, ja. Schon einen Speedrun gibt. S. Super duper. T. Perfect. B. Perfect. C. Good. M. Super duper. A. Way to go. F. Noch alright. E. Perfect. Okay. Ich hab's verstanden. Okay. Sehen und buchstabieren oder see and say the word. Bei diesem Spiel wird eine Reihe von Wörtern mit zwei oder drei Buchstaben angezeigt, die der Schüler richtig buchstabieren muss. Ah, okay, das ist quasi auch wieder, wo man selbst Initiative zeigen muss. Okay, ich verstehe. Ha, Wahnsinn. Off. On, off. Off. Up. U. P. Up. Okay. Ein Wahnsinn. Buchstabiertest. Das Spiel sagt ein kurzes Wort und der Schüler muss die richtigen Buchstaben eintippen. Oh, jetzt kommen wir in die Hardcore-Sachen. Okay. Perfect. Was passiert jetzt? Ich werde übernommen von irgendwas. Spell. Hug. 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 Okay. Okay, das ist jetzt ein Hardcore-Spiel. Also das ist wirklich für die Leute, die müssen das können. Spell. Cup. Cup. C-U-P. That's it. Die wahre Herausforderung in dem Spiel ist tatsächlich zu verstehen, was sie sagt. Spell. I. 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 Was? Love. Liebe? L-O-V-E. Correct. Okay, das ist echt schwer zu verstehen. Das hätte jetzt auch low oder so heißen können, aber es waren ja vier Buchstaben, aber trotzdem. Please spell U-U-Y-O-U. You got it. Spell Daddy. Daddy. D-A. Was? Ach so. O-M-M-Y. Alright.
Okay. Ja, das war ein Hardcore-Spiel. So. Dann haben wir noch einfaches Mauszeichnen, ein einfaches Zeichenprogramm mit der Maus. Die Bilder werden nicht gespeichert. Oh, das ist natürlich schade. Aber man braucht die Maus dazu. Nee. Left Button Scribble, Both Buttons Background. Oh, ah, okay. Ah, Right Button. Ah, da kann man die Farbe wählen. Okay. Ah. Ui. Okay. Whoop. Whoop. Wahnsinn. Wie schön ich doch zeichnen kann. Press E to erase. Da. 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 Guck mal, das Triforce-Zeichen. Extra gut gezeichnet von mir. Ich bin ja überhaupt nicht gut in sowas. Also Zeichnen ist für mich echt keine gute Sache. Kann man vielleicht auch irgendwie ein bisschen erkennen. Also es ist nicht gerade. Also es ist relativ feinfühlig, muss man sagen. Also dafür ist es echt nicht verkehrt. Aber ja. Hui, 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 hui. Ich meine, an sich ist es natürlich eine coole Sache, dass man dann noch so was zum Zeichnen hat. Kann man nichts verkehrt machen. Und haut auch relativ gut hin, muss man sagen. Man hat ein paar Farben da. Ich glaube, ja, es sind genug, mehr als genug Farben sogar da. Wow. Okay. Und man kann eben auch den Hintergrund ändern, wenn man das unbedingt möchte. Ja, schön. Schön, 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 schön. Und dann haben wir zum Schluss noch kein Spiel, denke ich mal, sondern einfach nur einen Hinweis. Adult Control and Help. Ja, press S now to toggle the voice and sound on off. Ah, okay, da kann man auch das aus und an machen. Das Handy Feature, when your child masters saying the alphabet, you can turn the voice sound off to make it a little harder. Ah, okay, verstehe. Na gut, das war's mal so viel dazu. Klar, es ist kein super-duper Spiel, aber sollte trotzdem nicht unter den Tisch fallen. Weil am Ende ist es halt auch irgendwo ein Spiel. Wenn auch nicht jetzt für jemanden wie mich geeignet, sollte man sich's doch wenigstens angeguckt haben. Ah, jetzt kommt etwas ganz Merkwürdiges. Ja, ich weiß gar nicht, können wir das. Ich hoffe, es kann gespeichert werden. Oder irgendwie, weil ich glaube nicht. Oder weiß nicht, ob ich das durchspielen kann in einem Rutsch, wenn überhaupt. Es geht jetzt um ein deutsches Spiel tatsächlich. Macht es nicht unbedingt besser, vielleicht. Aber wir gucken einfach rein. Das könnte sehr interessant werden. Heutzutage würde man zu Flash Game sagen. Damals war es ein billiges DOS-Game. Vermutlich billig, wenn ich mir das so anschaue. Heutzutage würde das jeder mit einem Flash wahrscheinlich innerhalb von 5 Minuten zusammenbasteln können. Ja, das Ganze nennt sich Abenteuer im Wald. Das Computerspiel über den Wald und irgendwie so. Um Informationen über das Spiel zu erhalten, drücken Sie das F1. Um ein begonnenes Spiel fortzusetzen, drücken Sie ebenfalls F1. Um Abenteuer im Wald zu spielen, drücken Sie die Taste Enter. Ja, was ist Abenteuer im Wald? Abenteuer im Wald ist ein pädagogisches Freeware-Spiel über die Holzindustrie. Es wurde von einem österreichischen Wirtschaftsverband herausgegeben und konzentriert sich daher auf die Vermittlung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Waldes. Während des Spiels besucht der Spieler 4 Industrien: Wald, Papier, Holzplatten und Tourismus und lernt etwas über deren Geschäft.
Nachdem er sich für einen Jungen oder ein Mädchen als Protagonisten entschieden hat, trifft der Spieler auf einen freundlichen Geist und folgt ihm in den Wald. Das Ziel ist es, dass die 13 Waldgeister davon zu überzeugen, den Protagonisten zu einem zu ihren zu machen. Dazu reisen sie durch den Wald und die angrenzenden Betriebe und helfen den Waldbesitzern, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Spielcharakter wird direkt mit der Maus bewegt, keine Animationen, und ein Klick in der Nähe eines interaktiven Objekts löst eine Aktion aus. Abenteuer im Wald ist eine interaktive Geschichte. Um voranzukommen, muss man in der Regel nur in den nächsten interessanten Punkt finden und benutzen oder einen Multiple-Choice-Dialog starten. Ja. Und so sieht das Ganze aus. So, wir können jetzt uns entweder entscheiden, männlich, den männlichen oder den weiblichen Part zu spielen. Also entweder Hänsel oder Gretel. Ich überlasse das mal den ersten im Chat, der irgendwie was schreibt, A oder B, falls noch niemand eingeschlafen sein sollte. Es scheinen alle eingeschlafen zu sein, so wie es aussieht. Wie schön. Drei Zuschauer, keiner schreibt was. Deshalb mache ich das immer, dass ich mal einfach mal so eine Frage in den Raum werfe, um zu sehen, wer gut aufpasst. Und ich sehe schon, es passt wieder keiner auf. Wundervoll. Dann werden wir uns mal denjenigen schnappen, weil wenn es schon die Möglichkeit gibt, jemanden auszuwählen, nehmen wir die weibliche Person. Oh, ich kann mir sogar einen Namen nehmen. Das ist ja ganz toll. Ja, Kitty, jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du schon zu spät geantwortet. Aber du kannst dir wenigstens einen Namen geben. Oh, ich weiß, welchen Namen ich nehme, den Tiffy. Ach, Cassie, okay. Ich hätte lieber Tiffy genommen. Musst du immer so herumtrödeln? Los, Cassie, schnell mir nach! Ich dachte zuerst, das Spiel hat ja nicht mal einen Sound. Oh Gott, ich spiele das mit der Maus, das ist ja schrecklich. Ich dachte zuerst, das Spiel hat überhaupt keinen Sound oder dass es irgendwie Probleme gibt, aber das ist alles, was man von dem Spiel hört. Diese ganz kleinen Soundeffekte. Njong. Ich geb's auf, ihr Menschen seid wie Schnecken. Dauernd muss man auf dich warten. Ich muss mich kurz ausruhen. Warum fliegst du so rasch? Bevor du mir nicht sagst, was hier gespielt wird, gehe ich keinen Schritt weiter. Wer bist du eigentlich? Warum hetzt du mich durch den Wald? Ja, warum? Wer bist du eigentlich und warum hetzt du mich durch den Wald? Darf ich dein Gedächtnis nachhelfen, meine Teuerste? Ich bin der Baumgeist, dein Beschützer. Vor was willst du mich denn beschützen? Vor den Rehen im Wald? Das nicht, aber es wird noch oft notwendig sein. Wir haben noch schwierige Aufgaben zu meistern. Wenn du meine Hausaufgaben meinst, auf die habe ich momentan keine Lust. Sehr witzig. Deine Aufgabe ist es, als erster Mensch bei den 13 Waldgeistern aufgenommen zu werden. Und was habe ich davon? Wer sagt, dass ich in ihre Runde aufgenommen werden will? Lass mich doch ausreden. Als Belohnung ist dir das Schönste im Wald versprochen. Ah, das sind diese Clickbaits, wo die am Ende nichts bringen, weil am Ende kriegst du einen Baum oder sowas. Und was ist das Schönste im Walde? Weiß ich auch nicht, aber ich, der Baumgeist, werde dir helfen, dass du es bekommst. Na toll. Oh je, aber leider kann man sich ja seine Helfer oft. Oh je, aber leider kann man sich seine Helfer nicht oft aussuchen.
Frag nur mal Navi oder so. Rede jetzt nur groß. Du wirst mich noch um Hilfe, um Rat und Beistand anflehen. Hoffe ich. Njong, njong, njong. Beeil dich, der Mond geht schon auf. Ja, das tut er. Njong. Oh. Schau doch, dort ist eine Hütte. Der Weg gabelt sich hier. Was du nicht sagst, ich bin wirklich froh, dass ich dich dabei habe. Njong. Wir gehen mal ans Haus. Njong. 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 Also wenn du mich fragst, ich würde sagen, wir gehen rein in die Hütte. Ich hab's probiert, aber. Njong. Njong. Ich weiß nicht, wo die Hitpoint führt. Ah, oh. Wer klopft da an die Tür? Ich bin ein armes Mädel auf Wanderschaft. Gewährt mir bitte Einlass in euer Haus. Das hört sich wie Hänsel und Gretel an hier. Auch wir sind bitterarm. Doch tritt ein und sei unser Gast. Das ist aber sehr nett. Oh, hallo? Njung. Setz dich doch ruhig zu uns, sonst wird die Suppe noch kalt. Oh oh. Ich weiß, wo das endet. Komm nur weiter, meine Liebe. Wir essen gerade unser kärgliches Abendbrot. Das hört sich gar nicht gut an. Wie ich sehe, seid ihr bitterarm. Wie kommt das? Das ist eine lange Geschichte. Setz dich doch zu uns. Willst du etwas Suppe? Warum weicht hier jeder meiner Frage aus? Na, wenn du mich so drängst, dann will ich nicht so sein. Okay, ich setz mich mal hin. Oder. Okay, ich hab's geschafft. Eigentlich sind wir Waldbesitzer, doch wir sind trotzdem sehr arm. Wer redet da denn eigentlich? Ich sehe doch, der Typ. Ach, ist der rechts, der wo redet, okay. Wie kann das sein? Wirft der Wald keinen Ertrag ab? Nein, obwohl wir alles tun, um ihn zu einem richtigen Urwald heranwachsen zu lassen. Ja, ihr müsst die Bäume auch mal fällen, sonst wird das nix. Das klingt nicht gut. Wie sieht's denn mit dem Wild in eurem Wald aus? Das letzte Geld haben wir für Futter ausgegeben. Trotzdem frisst das Wild die Rinde von den Bäumen. Vielleicht ist das der falsche Weg, aber vielleicht kann ich euch helfen. Das wäre gut. Ich glaube, wir könnten deine Hilfe gut gebrauchen. Und wenn wir es richtig angehen, habt ihr bald gesunde Bäume und auch etwas Geld. Ich hoffe, du hältst, was du versprichst. Wenn es klappt, gebe ich eine Party. Na, dann ist ja alles in Butter. Erst der Erfolg, dann das Vergnügen. Psst, wie willst du denn wissen, was dem Wald fehlt? Bist du eine Försterin? Na klar, wofür hältst du mich, Baumgeist? Ich habe verborgene Talente. Es ist spät, Kinder. Gehen wir schlafen. Morgen wird ein anstrengender Tag. Ja, wird das. Okay. Okay, da sind wir. Was für ein schöner Tag. Wie gemacht für einen Ausflug in den Wald? Du hast recht, Urba, auf dem Land ist wirklich das Schönste. Muss das wirklich so zeitig sein? Ich bin noch ganz schläferig. Das frühe Aufstehen gehört zur Waldarbeit, weißt du das nicht? Du mich auch. Schnapp dir die Säge dort und dann auf in den Wald. Ach, die Säge müssen wir auch noch nehmen. Okay, ich steck sie für dich ein. Danke. Wie nett von dir. Keine Saunkulisse, nichts. Hui. Okay. Gut gemacht, die Säge können wir sicher noch brauchen. Jetzt auf in den Wald. Okay. Oh, das ist ein Buch. Das nehmen wir mit. Für TT und T in Anerkennung ihrer Notdienste um das Fräulein Wisch Schweif. Was? Ich kann das nicht lesen. Ah, hier kann man speichern dann, oder? Ah, ja. Okay. In diesem Lexikon findest du interessante Informationen. Du kannst das Buch jederzeit aufschlagen, indem du die Taste F1 drückst. Such dir links im Register den Anfangsbuchstaben und dann das Wort aus, das dich besonders interessiert. Wenn du ein Wort im Text gelb unterstreichst, kannst du direkt dort hinblättern. Ah, okay.
Die auf den Markt erhältlichen, ach, das ist ja dann wirklich, ach herrje. Da kannst du dich über Bäume alles finden. Das Buch hebe ich für dich auf. Wenn du ihn anschauen willst, drück einfach die Taste F1. Okay, ich verstehe. Jetzt sind wir gerüstet. Ein kluges Buch und mein weißer Rat. Was willst man mehr? Ich habe gleich gewusst, dass wir das Büchlein brauchen können. Ja, klar. Gehen wir weiter? Anscheinend. Oh. Oh. Na, hier liegt ja noch jede Menge Holz herum. Zersägen wir es zuerst. Das bringt sicher Geld. Also, ich bin dafür, das Holz am Boden liegt zu zersägen. Ja, bin ich auch, aber wie? Ich gebe dir die Säge. Ich hoffe, sie ist stabiler als dieses Holz. Ja, mach mal. Oh, jetzt geht's los. Die Soundkulisse ist atemberaubend. Oh. Bravo, bravo. Danke für das Lob, aber wofür? Weil es eine gute Idee ist, Bäume, denen die Wind umgeworfen hat, zu nutzen. Ach, ist das so? Okay. Er ist auch von mir. Ich merke, du bist nicht auf den Mund gefallen. Noch alles Gute. Okay. Jetzt sollten wir aber auch die Früchte unserer Arbeit ernten, mitnehmen. Ein ganz schöner Haufen Holzspäne. Ja, genau, das finde ich auch. Puh, Forstarbeit mit so altem Werkzeug ist ganz schön anstrengend. Kein Muskelschmalz in meiner Jugend hätte ich das Holz alleine zersägt. Nimm wenigstens die Späne. Okay. Ja, aber. War auch eine Menge Arbeit. Ja, aber. Zier dich nicht, Baumgeist, du wirst sie für mich tragen. Ich bin viel zu gutmütig. Immer darf ich mit deinem Ramschuh abschleppen. Ja, du sollst. Hä, warum nimmst du den Winter denn nicht mit? Okay, wir gehen anscheinend einfach. Oder ne, ah, er nimmt ihn dann. Ah, okay, er nimmt ihn dann, wenn man weggeht. Okay. Ach, und die Säge auch. Okay. Oh, wo sind wir denn jetzt? Warum komme ich aus der rechten Seite und ihr aus der linken? Ah, egal. Eine Weggabelung. Jetzt wird es endlich spannend. Ist das so? Oh. Okay, wir sind hier. Wenn wir jetzt quasi nach oben gehen, kommen wir wieder ins Dorf. Wenn wir nach links gehen, kommen wir in die Papierfabrik. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Papierfabrik. Hier gehen die Wege auseinander, Cassie. Gib mir einen Würfel und ich treffe diese schwere Entscheidung für dich. Ich habe leider keinen bei mir. Die Situation wird schwierig. Ich glaube, so komme ich. Also muss ich. Ach so, vielleicht. Vielleicht kann ich ja über die Karte das auswählen. Ah, okay. Muss ich über die Karte. Du willst also nicht, wie versprochen, in unseren Wald gehen ohne mich? Ich wollte. Hä, wir waren doch schon im Wald, oder nicht? Na gut, dann gehen wir jetzt woanders hin anscheinend. Ich dachte, das war der Wald. Jetzt ist er beleidigt. Kann ich nichts dafür. Ach herrje. Schau, da unten im Tal liegt die Papierfabrik. Dort gibt es sicher Papier für die Party-Einladungen. Halt, wer da? Öffnen Sie die Schranken, guter Mann. Worum geht es? Ich benötige Papier und bin es gewohnt, immer beim Erzeuger zu kaufen. Da wirst du heute leider Pech haben. Wir haben geschlossen. Ich dachte immer, dass die Papierfabriken jeden Tag im Betrieb sind. Das stimmt auch, aber heute hat der Direktor Geburtstag und allen freigegeben. Bitte lassen Sie mich trotzdem hinein. Ich brauche ganz dringend Papier. Es ist wichtig. Ich würde dir gerne helfen, aber Betriebsfreunde darf ich nicht in die Fabrik lassen. Du mich auch. Njong. Besteht die Möglichkeit, einer Führung durch die Fabrik teilzunehmen? Normalerweise schon, nur wird heute hier nicht gearbeitet. Haben wir aber Pech. Können wir eine Ausnahme machen? Nun, Ausnahmen gibt es immer, aber aus welchen Gründen? Das Papier ist für die Einladung zu einem Benefizfest. Der Erlös kommt blinden Maulwürfen zugute.
Tut mir leid, aber diese Geschichte glaube ich dir nicht. Maulwürfe sind doch sehr gesunde Tiere. Fuck. Okay. Ich will weiterhin eine Führung machen. Können wir eine Ausnahme machen? Das Papier ist eine Anlage zu einem Benefizfest. Nee, nee. Das Papier als Spielzeug für bitterarme Waisenkinder. Wir falten das Papierflieger draus ein. Die Gründe sind doch so tragisch und privat, dass ich schweigen muss. Doch ich brauche noch heute Papier. Ich würde dir gerne helfen, aber Betriebsfirma darf ich nicht. Warum fragst du denn dann? Jetzt habe ich das mit den Maulwürfen genommen. Ich wollte eigentlich. Das rührt mich. Ich bin ja kein Unmensch. Komm weiter. Okay. Also mit Lügen kommt man voran. Das ist doch schön. Wahnsinn, das ist ja ein riesiges Areal. Was meinst du? Ja, ganz beantwortet. Aber wie kommen wir ins Gebäude? Du meinst, dass die Türen sicher verschlossen sind? Ja, was denkst du? Heute ist sicherlich der Tag der offenen Tür. Den brauchen wir auch nicht. Wir folgen dem Förderband dort drüben. Es führt in die Fabrik. Okay. Oha, was ist das denn jetzt hier? Ach, wir folgen dem Förderband. Okay. Hier ist es verdammt dunkel. Ich frage mich, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Dort, ich sehe schon den richtigen Weg. Okay. Wow. Nicht so schnell. Ich komm wieder zurück. Hallo, ich im Pyro. Oh Gott. Wie geht's weiter? Das was. Das was. Oder auch nicht? Okay. Neon. Neon. Wow, Sound. Komm trotzdem hier nicht weiter. Hä? Wo bleibst du denn die ganze Zeit? Weißt du, ermittelt gegen die Dunkelheit? Hier ein Geisterperle. Wie viel Schatten ist, ist doch viel Licht. Hä? Okay. Ah, jetzt ist er da. Nicht böse sein, aber ein Quäntchen geistige Wendigkeit stünde dir ganz gut. Und noch ein Zitat. Licht, Licht, ein Pferd für ein Licht. Ja, mein Problem ist, jetzt komme ich hier aber nicht weiter. Was soll denn der Scheiß? Upsi. So, mein unterschiedliches Finsternis, das der Kerzentrick. Wenn du eine Kerze und Zünder bei dir hast, zünde die Kerze an, der Schein ihrer Flamme wird dich erleuchten. Die Taschenlampe-Ding. Eine Taschenlampe kann dich dazu verwenden, wenn du im Dunkeln sichtbar bist. Der Lichtschalter-Trick. Mit einem Lichtschalter kannst du ganz einfach. Toll. Du erzählst mir von. Drei Sachen, das ist mir schon klar. Ach. Ich würde ja da irgendwie, aber das geht nicht. Vielleicht muss ich erstmal was finden oder so. Ach so, ich kann jetzt nicht mehr raus. Es wird immer besser. Da habe ich jetzt echt keine Ahnung, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ich kann das, da kann ich nicht betätigen. Ich kann ja nur drücken. Ich kann ja nicht irgendwas anvisieren. Das ist ein Problem. Und das verstehe ich nicht.
Hallo? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh. Hä, wo kommt... Ah, oh, ernsthaft. Okay, ich habe einen Lichtschalter gefunden. Yay. Aber... Aha. Okay. Oh. So, die Kletterei ist auch geschafft. Nun sehe ich hier nirgends Papier rumliegen. Hast du erwartet, dass es uns auf einem silbernen Teller serviert wird? Das ist nicht, aber wie kommen wir zu unserem Papier, wenn wir hier keins finden? Ganz einfach, wir erzeugen selbst welches. Hahaha, was du willst, Papier erzeugen? Ich lache mich schief. Und ich lache dann, wenn ich mein eigenes Papier in der Hand halte. Okay, irren muss man ihren. Ihr Irren muss man ihren Willen lassen. Lass uns beginnen, wenn du weißt. Du weißt sicher wie. Hast du Probleme? Bleibe Peiter, dann sch das schlaue Buch hilft immer weiter. Die Baumstämme werden in etwa 1 Meter lange Stücke geschnitten und in riesigen, sich drehenden Trommeln aneinander gerieben, wodurch die Rinde entfernt wird. Die entrinnte Holzprügel werden nun in Mühlen zu Holzstoff geschliffen oder in Hackschn Maschinen zu Hackschnitzel aufbereitet. Während der breiige Holzstoff direkt zur Papiererzeugung verwendet werden kann, müssen die Hackschnitzel chemisch aufgeschlossen werden. In großen Kochern wird mit Lauge oder Säure aus den Holzstückchen der Zellstoff gelöst. Sulfatzellstoff oder Sulfitzellstoff. Holzstoff und Zellstoff werden meist noch gebleicht, um weißes Papier zu erhalten. Als weiteres Rohstoff dient Altpapier, welches aufgelöst und von Druckfarben gereinigt werden muss. Okay, upsie. Okay, verstanden. Das Ding ist also, der Kocher und die Hackschnitzel aus Holz werden darin gekocht. Du trittst den Nagel auf den Kopf. Ich werde den Kocher jetzt starten. Hey toll, langsam glaube ich sogar ich, dass wir es schaffen können, Papier zu erzeugen. Das Licht meines Erfolges wird auch auf dich fallen. Also los. Ich mag es, wie alles schwarz ist hier. Also entweder wir drehen auf oder wir drehen nicht auf und gehen einfach weiter. Wollt ihr... Das ist die Next-Gen-Grafik. Wahnsinn, hier ist es toll, die haben eine eigene Spielhalle. Diese vielen Schalthebel finde ich toll. Was meinst du, erst einschalten, dann denken? Doch lieber umgekehrt, denn ich glaube, von hier aus kann man die Papiermaschine steuern. Ich werde mich mal bei den Schaltern umsehen, kann ja nicht so schwer sein. Ein. Ich bin gespannt, ob wir jetzt ein gutes Ergebnis bekommen. Komm, gehen wir nachschauen. Nur heiße Luft, sonst kein Ergebnis. Wir haben sicher alles Wichtige vergessen. du bist ja gut, was soll ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich hier eingeben soll.
Ah, ich komme nicht raus. Warte mal. Okay. Oh, Scheiße. Gleiche. Naja, ich glaube nicht, dass Papier Prozent Altpapier. Wir machen hier 100% Altpapier. Hoch. Und dann starten. Mach mal ein. Verdammt! Ich glaube nicht, dass das Wort Papier hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Start vielleicht? Nein. Also Exit funktioniert, aber was ich hier sonst? Ach, Trockentemperatur. Aber ich muss doch noch mal ins Buch reingucken. Ich muss mich doch an Sachen halten, das ist ja schrecklich. Gib leicht, um weißes Papier zu halten. Als weiteres Rohstoff dient Altpapier, welches aufgelöst wird, von Druckfarben gereinigt werden muss. Alle Phase von Altpapier zu kurzer Brüchigkeit, um die festes Papier herzustellen, muss immer auch frisches Zellstoff beigemischt werden. Zellstoff, Holzstoff und Altpapier werden nur mit Wasser, Leim und Füllstoffen vermischt und als dünnflüssiger Brei auf das endlose Sieb der Papiermaschine gesprüht, das sich rasch weiter bewegt. Das Wasser rinnt durch den Sieb ab und es bildet sich, das Papier fließt. Dieses wird in den Pressenpartie zwischen Filzbahnen wird dabei gepresst und weiter entwässert. In der Trockenpartie wird das Papier mit 100 Grad heißen Walzen endgültig getrocknet. Ja, ups. 100 Grad habe ich ja auch eingegeben. Also das dürfte eigentlich jetzt auch passen. Hallo? Kann nichts mehr drücken. Ah, jetzt geht's. Also 100 Grad. Ist drin. Ist jetzt. Nur der PC wäre halt noch, aber ich weiß nicht, was ich da. Ich denke, wir sollten nicht so viel Altpapier nehmen, aber ich weiß nicht, wie viel Prozent. Bleichen müssen wir es auch. Ich weiß nicht, was ich bei dem PC eingeben soll. Holzstoff geschliffen oder in Hackmaschinen. Wir müssen die Holzstoffe chemisch aufgeschlossen. In großen Gewehren wird die mit Lauge oder so, dass du den Holzstoff der sehr spürst. Holzstoff und Zellstoff werden meist noch gebleicht, um weißes Papier zu erhalten. Als weiteres Rohstoff dient Altpapier, welches aufgelöst und von Druckerfarben gerecht werden muss. Ja, aber wie viel Altpapier? Papierzeuge. Seine Verarbeitung trägt wesentlich zur Verkleinerung. Das wird in mehreren Stufen im Wasser aufgelöst und gereinigt. Dabei werden doch der Wiederverwendung von Baldbesinn Grenzen gesetzt. Da Zellstoff und Mangel bei normaler Verwendung brüchig und größer werden, ein Zusatz von Frischzellstoff ist da unvermeidbar, wenn man fest ist. Baldbesinn wird vorwiegend für Faltschachtelkartons. Für die Herstellung von Zeitungs- und Hygienepapier wird die Druckfarbe aus dem Altpapier entfernt. Diese Vorgang nennt man Dyeing. Fallen Rohstoffe wie Schmutz. Da ja, steht aber leider nicht da, wie viel Prozent man davon nehmen soll. Und auch nicht, was man jetzt da bei C eingeben soll.
Ich hab sie schon angeschaut. Ah, da. Also wir brauchen Zellstoff, Altpapier. Wasser brauchen wir auch. Ja, ich hab's geschafft. Da kommt was raus. Ich gratuliere dir, wir haben es wirklich geschafft. Was soll das mit dem Computer? Ich habe doch gleich gesagt, das Spiel überzeugen ging da leichtes. Nein, ich sag's lieber nichts. Die Arbeit ist getan. Yay. Und nun? Okay. Vielleicht können wir noch etwas mitnehmen. Hier. Halt, Moment, auch mein guter Wille hat Grenzen. Was willst du denn mit Rindenstückchen? Stell dich nicht so an, wir nehmen das sicherheitshalber mit. Es muss alles mitgenommen werden. Na, also wieder ist gut gegangen, ja. Aber ich sehe, ihr habt ihr Erfolg gehabt. Ja, genau, vielen Dank auch. Kein Problem, weiterhin alles Gute. Dankeschön. Oh, was ist das? Wir gratulieren, wir gratulieren. So schön wie heute wird es nie wieder sein. Bist du ein Waldgeist oder Mr. Fasching? Ich bin einer der Waldgeister. Du hast mich ab jetzt auf deiner Seite. Toll, und wie komme ich zu dieser Ehre? Das mit dem Selfmade-Papier hat mir gefallen. Ich werde für dich stimmen. Ganz nett für einen Waldgeist, aber jeder kann eben nicht ein Baumgeist sein. Yeah, wir haben einen überzeugt. Wahnsinn. Okay, jetzt können wir wieder weitermachen. Aber, wie gesagt, ich versuche jetzt hier mal zu speichern, aber ich weiß nicht, ob das klappen wird. Willst du wirklich aufhören? Und dort weiterspielen, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Ja, aber, hä? Wenn ich jetzt Ja drücke, dann. Ach so, okay. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht gespeichert werden, trotzdem. Gehe ich mal stark von aus. Wenn ich jetzt aufhöre. Ah, und das Speicher dat. Ja, es ist halt, wenn ich dann neu lade, wird es wahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Ja, vielleicht machen wir, also werde ich das dann nochmal bis dahin spielen oder so und dann machen wir das dann bei meinem separaten Stream komplett fertig. Es ist jetzt nicht der Oberburner, aber es ist einfach genug für mich, glaube ich, es durchspielen zu können. Höchstwahrscheinlich. Aber wenn ich nicht weiß, was jetzt der PC da. Vielleicht war das einer dieser berühmten roten Heringe oder so, die absolut keinen Sinn in dem Spiel haben. Naja, ist ja auch egal. Ja, ich sage Dankeschön fürs Zusehen, Tiddy und Herzogtruffe und schön, dass ihr da wart. Morgen haben wir keinen Koop-Stream, das dürfte inzwischen ja bekannt sein, sondern der wird erst am Sonntag stattfinden, sofern sich dann Quarz noch bis dahin erinnern sollte. Deshalb gibt es morgen einen weiteren Stream mit der neunten Konsolengeneration aus dem Jahr 2020 mit
dem zweiten Part von Sands of Salza. Mal schauen, wie es da weitergeht. Bisher sieht das Spiel ja relativ vielversprechend aus, also mir gefällt es zumindest. Weiß aber auch nicht, wie lange ich das spielen werde. Ob es da einen. Ja, ich glaube, es gibt schon ein Ende, weil es gibt ja auch eine Story dahinter. Mal schauen. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus schon mal. Machen wir einfach mal weiter. Genau. Ich sage jetzt auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinen nächsten Streams oder im anderen YouTube-Video wieder. Bis dann wünsche ich einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.